So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von City Skylines. Wir sind keine Ahnung schon bei welcher Folge. Ich hab schon nicht mehr auf dem Schirm. Weil ich produziere die Folgen immer, wer es nicht wusste, an einem Stück oder generell oder recht nah an einem Stück. Deswegen, ja, kann ich auch auf eure Kommentare wahrscheinlich immer erst so nach einer Woche eingehen, wenn welche kommen. Und ansonsten, ja, wollte ich heute, denke ich mal, noch ein Industriegebiet bauen, das wir hier hinten hinbauen, damit wir nicht diesen ganzen Verkehr von hier nach hier ziehen müssen, sondern dass die Ware, die produziert wird, auch direkt von hier nach da transportiert werden kann. Und nicht hier über die ganze Autobahn rüber, weil dann passiert nämlich das da. Das da wollen wir nicht. 1000-Millionenfacher Stau, der sich komplett über die Autobahn zieht. Das wollen wir nicht, deswegen bauen wir hier hinten, denke ich mal, ein Industriegebiet hin. Das werden wir auch, denke ich mal, hier noch mit lang ziehen. Muss ich mal gucken, wie wir das am besten aufteilen. Ob wir hier auch noch mal drei Stück dran machen. Eins, zwei, drei und dann wieder hier auch so eine Hauptstraße, aber wir aus dem Muster am besten einfach nicht rausfallen. So, jetzt muss ich natürlich hier. Guck mal, hier nervt das dann so. Müssen wir halt hier gucken. Habe ich das jetzt an? Ja, das ist an. So, hier, ich glaube, das brauchen wir eh nicht mehr. So, das hier kommt dann da rein. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob wir das überhaupt noch brauchen. Nee. Gut, das heißt, das können wir alles abreißen. So. Das brauchen wir schon mal nicht mehr. So, und dann haben wir ja hier diese Verteilerstraße. Jetzt können wir nochmal losmachen. Diese Verteilerstraße, die machen wir dann jetzt noch hier hin. Und hier kommt dann erstmal nichts mehr hin. Beziehungsweise hier können wir eigentlich noch was hinbauen, ein bisschen. Aber da würde ich dann wahrscheinlich auch noch mit den kleineren Straßen arbeiten. Und wie gesagt, hier machen wir dann, denke ich, ein kleines Industriegebiet hin. Die Frage bis hier vielleicht, wenn das noch gerade so passt. Jetzt müssen wir halt hier gucken. Jetzt müssen hier eigentlich zwei am besten reinpassen. Ja, das tun sie jetzt mal gerade nicht so. Müssen wir noch mehr Platz machen. Müssen wir den Berg so ein klein wenig abbauen. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Wir haben ja genug Money. So, dann bauen wir hier den Berg zu einem Stückchen ab. So, machen wir hier mal auch noch so nach innen rein, so ein bisschen, bis hier ein bisschen die Form bekommt. So, das hier machen wir auch mal so noch ein bisschen nach innen. So, machen wir hier das weg, das hier weg. Und dann hoffe ich, dass das reicht. So, müssen natürlich hier noch mal ein kleines Stückchen abreißen. So, dann machen wir hier die Street hin. So, und dadurch, dass wir ja hier eh nicht weiterbauen, machen wir, damit das da der Verkehr ein bisschen entspannter, sage ich mal, ist, machen wir hier eine kleine Kurve rein. So, ansonsten, das hier kommt weg. Und obwohl, das können wir eigentlich auch noch beibehalten. Hier die Straße. Da können wir das Industriegebiet auch noch ein kleines Stückchen weiterführen, vielleicht.
So, hier noch so ein bisschen. So, dann machen wir hier die Straße. So, dann müssen wir hier natürlich wieder schauen, wie wir das hier machen. So. Hier wird es jetzt auch ein bisschen problematisch. Hier haben wir jetzt die Kurve reingebaut. 2, 4, 2, 4. Also hier passt es einigermaßen. Ist halt hier jetzt nicht ganz klar. So, jetzt müssen wir halt natürlich hier auch quer gucken. 2, 4, 2, 3, 4. Hier müsste eigentlich passen. So. So, 4, 2, noch 1 rüber hier. Jetzt passt das hier nicht. Komisch, komisch. Hier muss ich dann ein bisschen improvisieren, glaube ich. Hier mache ich das dann einfach nicht nach perfektem System. Und ich glaube, hier mache ich es einfach gerade so, wie es passt irgendwie. Machen wir dann, denke ich mal, einfach gerade so vielleicht. Und hier dann auch. Nur hier, das da wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das wegbekommen könnten. Hier vielleicht irgendwie so machen. Können wir das hier auch rausmachen? Das können wir auf der Seite vielleicht auch gerade machen. Wenn das klappt. Müssen wir das hier ein bisschen verschieben. Ja, kommt das da hier so. 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 Das hier weg. Dann machen wir hier zwischendrin. Auch einfach noch so eins, oder? Hier so, so, so. Ja. So sollte es eigentlich ganz gut sein, hoffentlich. Dann könnten wir hier ja vielleicht so eine Einbahnstraße draus machen, dass das so einmal da rumführt. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Gucken wir mal, ob das funktioniert, wenn wir hier so eine Einbahnstraße draus machen. Und dann da, wo sie hinwollen, können sie sich ja verteilen. Dann müssen sie zwar einmal außen rumfahren komplett, aber... So, hier müssen wir natürlich gucken, dass wir das so machen. Und wenn sie dann irgendwo anders hinwollen, müssen sie halt hier rum und da rum. Und hier machen wir doppelt. So, das muss dann so. Und ich denke, so kann das ganz gut funktionieren. Jetzt müssen wir noch, weil ich wollte nämlich dann vielleicht hier in das kleine Gebiet, hier in das Industriegebiet, das schildern wir vielleicht auch mal am besten aus, würde ich vielleicht... So, machen wir, gehen wir uns das mal als Industriegebiet. Erstmal hier das da. Ich denke mal, das müsste eigentlich auch als Industriegebiet vorerst mal reichen. Würde ich sagen. Könnte auch eine Nummer größer noch vielleicht machen. Damit die Gebäude, die hier am Rand sind, auch noch da reinpassen. So.
So, und hier noch. Perfekt. So. Das ist dann unser Industriegebiet. Ja, das ist einfach normale Industrie, würde ich sagen. Und ja, da klatschen wir dann jetzt erstmal ein bisschen in Industry rein. Würde ich mal sagen. Zack. So, was wir hier noch hinmachen, muss ich mal gucken. Und ansonsten würde ich eigentlich hier, wie gesagt, so einen Güterbahnhof nochmal reinbauen. Am besten hier so irgendwie hin. So. Und den müssten wir dann halt auch wieder da mit der Straße verbinden. Oder vielleicht eher weiter hier hinten hin. Damit er auch direkt an der Hauptstraße dran ist am besten. Vielleicht sogar ganz hier vorne, nee. Eher so hier hinten hin, oder? Aber da müssen wir dann, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Berg wegmachen, oder? Muss ich mal gucken hier. Mal Berg ein bisschen wegmachen. Vielleicht können wir hier so, ich weiß noch nicht, wie das mit der Stärke hier ist. Weniger hier so machen. So, oder wir verschieben einfach einen Güterbahnhof. Ah, guck mal, die heulen alle rum, nicht genügend Käufer für Produkte. Warum denn? Ich bin doch schon dabei. Hier wird doch alles hingebaut. Macht nicht so. Ah, die heulen wegen Wasser rum. Da muss ich dann doch mal schnell noch hier... schnell mal hier noch Wasser hinbauen. So, 3, 460. So. So, dann bauen wir, wie gesagt, einen Güterbahnhof hier hin am besten. Die Frage, wie viel Platz lasse ich da? Soll ich da überhaupt ein bisschen Platz lassen? 1 höchstens. Können wir da noch einen Zaun drum ziehen? 2, 3. Ja, vielleicht doch so. Machen wir ihn mal hier hin. So, und dann natürlich brauchen wir hier wieder eine gerade Strecke. Die muss natürlich auch lang genug sein. So, 400. 2 machen wir dann mal hoch. 80. Geht das zu tief? Machen wir hier nochmal eins weg. 1 hoch, 80, 2 hoch, noch 1 hoch. Wir machen es am besten hier so, pass mal auf. So. Sollen wir hier schon ein bisschen mehr auf den Boden gehen? Eigentlich müsste das doch locker hier so verbunden werden, oder? Das muss doch eigentlich gut gehen. Ist immer noch auf der Höhe. Hier machen wir es dann vorerst mal so. Können wir ja später noch verbessern. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass das dann auch ordentlich anläuft. Hier müssen wir jetzt natürlich auch noch gucken, dass wir die ganzen Ampeln hier wegmachen. Die Ampel lassen wir mal noch. So, hier die ganzen Ampeln kommen alle weg. Die Ampel lasse ich jetzt auch mal noch. So, und die sind jetzt natürlich alle noch ein bisschen gecrankt wegen dem... weil da wenig Strom ist. Und wenn wir das jetzt nach da hinten verschieben, dann bräuchten wir... ja gut, das passt ja eh gerade nicht hin. Nee, dann lassen wir es.
So. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach so einen Strommast. Erstmal auch wieder so dazwischen. So. Dann sollte das auch Strom kriegen. Vor allem das soll Strom kriegen und danach alles, was weiterhin gebaut wird, wird sich dann, denke ich mal, dran anpassen. Und wir machen da, denke ich mal, noch eine große Industriestraße draus. Weil wir sind ja jetzt in einem Industriegebiet. Jetzt passt das ja. Hier gibt es ja, glaube ich, diese großen Industriestraßen, oder? Ist das das hier? Nee, das ist die Flughafenstraße. Da, hier sind die großen Industriestraßen. Gibt es auch hier so eine mittlere? Achsenmäßige fünfspurige Straße. Hm. Vierspurige Straße mit Oberleitung. Ja, das brauchen wir nicht. Ja, da müssen wir ja theoretisch, so blöd gesagt, wie es klingt, die hier dahin bauen. Wäre ja eigentlich nicht verkehrt, weil geht ja ins Industriegebiet. So, dann ist. Ups. Dann ist das hier unsere Industriestraße. Und das hier müssen wir nochmal zurückändern. Ups. In eine normale Straße. So. So, da müsst ihr jetzt eigentlich auch langsam mal verbinden hier. Muss ich das jetzt mit Hand? Muss ich das jetzt so verbinden hier? Jetzt wird der Strom aber schon ein bisschen knapper. Ja, auf 90 hoch. Damit das passt. So, und jetzt hoffe ich natürlich, dass dann. Oh, was ist denn hier? Oh, die Häuser sehen aber ganz cool aus. Die sind aber ganz schön nah aneinander. Guck mal, können sich ja gegenseitig was zuwerfen hier. So, was haben die für Probleme? Nicht genügend Kunden. Ja, das kommt noch. Ganz ruhig hier. So, jetzt hoffen wir dann natürlich, dass die Industrie, die hier die Sachen produziert, das dann in die Stadt hier reinbringt und nicht, dass die Sachen von hier das alles hier rüber transportieren bis dann hierhin. Weil jetzt haben wir ja hier einen Güterbahnhof, das sollte eigentlich passen. Jetzt haben wir an allen drei Industriestandorten so einen Güterbahnhof. So. Hier die Countdown-Uhr, was sagt sie? Noch 57 Tage. So, das hier. Was ist das? Nicht genügend Käufer, ja. Es ist ja schon hier alles dabei, sich am Aufbauen. Aber wir sind noch gut im Plus. Wir haben plus 200 Einwohner die Woche und wir haben 26.000, sagen wir jetzt mal, aufgerundet im Plus. Also eigentlich läuft es ganz gut, auch wenn die hier am Rumheulen sind. Aber das heißt, wir können ja vielleicht hier mal so ein bisschen schon mal, so ganz wenig, die... hier die Sachen abbauen. Dann mache ich mal hier so die Verbindung rein, damit wir hier die kleinen Stückchen schon mal abreißen können. Tschüss, Männchen. So, damit sich die Industrie ein bisschen weiter lieber da hinten ansiedelt. Damit wir hier mehr Industrie reinbekommen. Was wir halt hier zwischen reinbauen, das finde ich halt auch immer so die Frage, was macht man dazwischen? Klar kann man Bürogebäude dazwischen machen, aber da muss trotzdem ein bisschen Abstand irgendwie noch herrschen irgendwo. Wir könnten hier einen Park hinbauen, so einen ganz großen. Dann kommen die nämlich von hier da rein und können dann hier noch... Wenn die Bodenverschmutzung ja eh irgendwann aufgehoben wird durch das Eden Project, dann sollte das eigentlich gar kein Problem sein. So, und hier ist ganz großer Stau auf der Straße, habe ich gerade wieder gesehen. Guckt euch das mal an. Die ganzen Müllwagen, ah ja, Müll, das bauen wir auch am besten hier hinten hin dann noch. Weil die müssen ja auch noch. So, bauen wir direkt mal 4 Stück hin, damit quasi nicht die ganzen Müllautos von hier nach da fahren müssen über die Autobahn, sondern dass die direkt von hier aus dahin können.
Also hoffentlich. So ist mal der mein Stand der sinngemäßen Dinge, würde ich jetzt mal sagen. So, und die hier, ja, müssen wir halt auch noch mal ein bisschen hier reinklatschen irgendwo. Aber mal hier so hin. Es wird eher alles später auch abgerissen. Das müsste ich jetzt auch noch mal ein bisschen auffüllen. Dann haben wir auch schon fast den vorletzten, obwohl doch, ich dachte, es wären 44.000. Aber bei 48.000 haben wir dann schon den vorletzten Meilenstein gemacht. Ist ja schon mal ganz gut. Hier baut sich auch die Industrie weiter auf. Und hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Hier heulen die jetzt natürlich ein bisschen rum. Nicht genug Käufer für Produkte, ja. Aber das wird sich, denke ich mal, im Laufe der Zeit ein bisschen ändern. So, jetzt müssen wir hier die Straße, machen wir bessere, größere Bäumchen hin, damit es ein bisschen hübscher hier aussieht. So, damit das mehr bewachsen aussieht, ein bisschen grüner. Ich hoffe, dann freuen die Bürger sich auch mehr, dass sie nicht so kleine, kahle Bäume da haben. Wehe, hier wird sich beschwert. Mehr als das kann ich euch nicht geben. Aber hier ist zum Beispiel gar kein Verkehr. Also so ein bisschen nur. Sollen wir das hier eigentlich auch schon zur Industriestraße machen? Nee, oder? Aber der muss jetzt hier stehen bleiben. Wegen der Ampel hier. Nee, komm, machen wir auch weg hier die Ampel. Die auch. Machen wir alle Ampeln weg. Alles einfach wegmachen. So, und hier können wir das Industriegebiet ja noch ein klein wenig ausbauen, aber das ist, denke ich mal, ein guter Standort hier dafür. Was wir dann hier noch weiter reinbauen, sehen wir dann noch. Aber dann würde ich sagen, haben wir es für die Folge auch gepackt. Und es ist ja schon mal gut am Wachsen. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.